Herzlich willkommen zurück zu Mad Games Tycoon. Und wie ihr seht, ist schon ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Part. Ich habe nämlich, beziehungsweise es ist einiges an Zeit sogar vergangen. Ich habe hier ein bisschen weiter geforscht, meine Leute ein bisschen weiter trainiert. Einfach damit das nicht in den Parts euch stört. Ich habe noch ein paar Fans dazu gewonnen, sogar relativ viele. Hab versucht, mein Bankkonto halbwegs auf dem Niveau zu halten, wie es auch vorher war. Weil es ist momentan so ein bisschen am Schwanken immer. Weil ich hier sehr viel teures Zeug forsche und mein Bankkonto finde das, glaube ich, nicht so toll, aber das geht schon halbwegs klar. Und ich würde sagen, ich mache jetzt mal das, was ich euch Ende des letzten Parts versprochen habe. Wir gehen jetzt erstmal hin, pausieren kurz, Automatisierung beenden, dann lassen wir kurz noch das ganze Projekt hier fertig werden. Hallo? Hallo? Ah, ja, jetzt geht's wieder. Und so, jetzt werden wir erstmal eine Engine programmieren, würde ich eigentlich sagen. Features würde ich eigentlich alles reinmachen, was wir reinmachen können. Also alles, was Sinn macht. Ja, wir machen mal... Oder? Nee, das brauchen wir doch gar nicht. Hier nehmen wir natürlich nur die beste Musik in 32-Bit. Sound nehmen wir in 16-Bit, oder? Ja, rund 32-Bit mit rein. CD-Musik, Sprachausgabe. Ja. Und hier würde ich natürlich sagen, nehmen wir alles mit rein. Weiß nicht, ist diese Engine dann nicht ein bisschen zu teuer vielleicht für uns? Also wir haben hier einige Sachen draußen gelassen. Das Teil ist natürlich trotzdem sauteuer. Ich würde sagen, wir machen das aber trotzdem mal. 41er Engine. Gewinnbeteiligung. 50%, nee. Oder doch. Preis. Das hier wären 100.000, das ist aber zu wenig. Ich würde sagen, wir machen sie mal so teuer wie auch andere Engines, die momentan verfügbar sind, 500.000. Dann nehmen wir die Ease Engine 2. Optimiert für Simulationen. Features haben wir alles Mögliche drin. Perfekt. In die Bank müssen wir dafür nicht. Und wow, was? Als ob die Engine so schnell geht. Und ich würde noch mal kurz schauen, was ist denn hier drin, was in meiner Engine nicht drin ist. Ja gut, da ist halt alles drin, aber braucht man doch nicht die alten Sachen. Man braucht doch nur die neuesten Sachen in der Engine. Verstehe nicht, warum ich eine Engine machen sollte, in der noch alte Sachen drin sind. Die sind ja wie gesagt alt, beziehungsweise veraltet. Deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum ich die nehmen sollte. Entwicklungskosten 5 Millionen. Ja, das kriegen wir hin, ein AAA-Titel. Ich weiß noch nicht, was wir draus machen wollen. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich würde sagen, ein Strategiespiel. Oder was ist momentan in? Toll, dass ich das in diesem Spiel nicht sehen kann. Eben auch nicht toll. Hallo, Spiel. So, Jump'n'Run und Cowboys. Kein Problem. Jump'n'Run und Cowboys sind doch eine Sache, die hoffentlich zusammenpassen. Ich weiß es halt nicht. Passt das zusammen, Leute? Ich hoffe es sehr.
Oder? Das ist dann ja ein. Das ist dann ja ein Plattformer, ne? Das haben wir doch rausgefunden, glaube ich. Also, Spiel entwickeln, Cowboys. Hauptgenre, Jump and Run. Untergenre. Wir könnten noch irgendwas dabei machen, aber brauchen wir nicht wirklich. Nee. Zielgruppe. Erwachsene. Engine, meine Engine natürlich, weil ich dafür nichts zahlen muss. Eine Lizenz brauchen wir nicht wirklich. Oder? Lizenz erwerben. Wisst ihr was, wir nehmen diese Lizenz, weil wir sie uns leisten können und weil es die beliebteste Lizenz momentan ist. Ach, das ist wegen dem Namen, okay. Muss ich mal kurz nachschauen. Dev-Kits erwerben. Marktanteil. Die Sachen haben alle über 7%. Und jetzt muss ich mal kurz schauen bei den Sachen, die ich momentan habe. Ja, der PC. Dann würde ich noch die Wii U holen. Die PlayStation. Weil dann haben wir alle Sachen, die AAA-Titel können. Und die größten Marktanteile haben im Spiel. So würde ich das normalerweise machen. Nur ich weiß halt, ich bin mir nicht so ganz sicher. Sollten wir wirklich das nehmen? Das ist doch safe nicht mehr im Trend, wenn wir... Nee, das ist... Wir nehmen was anderes, Leute. Das ist nämlich sowieso nicht mehr im Trend, wenn wir... wenn wir das Spiel fertig entwickelt haben, weil ein AAA-Titel brauchen natürlich auch lange in der Entwicklung. Und deswegen würde ich sagen, nehmen wir was anderes. Also... Ich hätte ja Lust auf... Warte, was ist gerade out? Rollenspiel in Cyberspace, okay. Hatte ich sowieso nicht vor. Ich weiß nämlich, was ich jetzt mache. Ich weiß nicht, gibt's das überhaupt? Ziegen! Jawohl! Ihr wisst, was jetzt kommt. Goat Simulator! So, klar, den braucht man auf jeden Fall. Goat Simulator ist für Teenager. Oh, Spielgröße habe ich vergessen. AAA natürlich. Goat Simulator, der nächste AAA-Titel. So. Das Spiel darf man natürlich nicht verkacken, sonst haben wir ein Problem. Hier müssen wir schauen... Aktivität, die bringen ja alle nichts mehr. Bierschutz erwerben. So. Dann würde ich sagen, Gameplay ist nicht wichtig. Grafik ist sehr wichtig. In Sprachen machen wir natürlich alles. Ganz einfach, weil wir es uns leisten können. Würde ich sagen. Wir haben 33 und 35 maximalen Features gewählt. Fortgeschrittene 3D-Engine. Perfektionierte 3D. Fortgeschrittene, perfektionierte KI. Scrolling und Parallax-Scrolling. Das, okay, simple künstliche Intelligenz. Zwischensequenzen. Video-Zwischensequenzen. Textausgabe. Okay. Wir könnten nicht mehr Sachen drin haben. Perfekt. Oder fortgeschrittene 3D-Engine und perfektionierte 3D-Engine. Ja, das haben sich ausge... Es hat,
sich selbst ausgekontert und nein, noch nichts machen. Denn wir müssen hier erstmal alles machen, dann hier Gameplay, alles, Sound verbessern, alles. Dann starte Marketingkampagne, Games, der Goat Simulator. Das wird teuer. Oh, habe ich ganz vergessen. Ja, für Goat Simulator. Man könnte bestimmt auch noch Konsolen entwickeln, die, also ich weiß nicht, ob es der Fall ist, aber ich vermute, dass es so gemacht ist, dass wenn ich eine Konsole jetzt entwickeln würde, dass ich dann halt das als Launch-Titel bewerben kann. Mad Games Convention, natürlich ein großer Messestand. Mit Goat Simulator. 380.000 Besucher. Oh, und ich habe 76.000 Fans dazu bekommen. Läuft bei mir. Und können wir noch eine Kampagne starten? Ach, die sind so schnell rum. Oh. Dann machen wir mal das hier voll, würde ich sagen. Weiß gar nicht, wenn das bei 100 ist, ob das dann, ob da noch mehr geht. Wie viel Kredit könnte ich eigentlich in der Theorie aufnehmen? Nur 28,5 Millionen, das ist ja gar nichts. Wenn ich jetzt eine Marketingkampagne starte, bringt die nichts mehr, okay. Habe ich mir fast gedacht, und wow, meine Leute machen ja kaum Bugs. Das ist krass. Eigentlich ganz gut. Support kümmert sich um Fans, ja. Features erforschen. Oh, Augmented Reality, das habe ich jetzt verpasst. Das hätte ich sonst noch in meine Engine und natürlich auch in mein Spiel reingemacht. Ist ja bestimmt bei Goat Simulator auch lustig. Aber die Engine war ja nicht so teuer. Das heißt, wir können wahrscheinlich nach diesem Spiel wieder eine Engine entwickeln, wo ich das dann reinmache. Aber hier will ich jetzt erstmal nichts erforschen, weil so, das ist einfach zu teuer. Wenn ihr jetzt mal schaut, 44 Millionen habe ich und das hätte jetzt das günstigste, glaube ich, knappe 10 Millionen gekostet. Und wir zahlen ja sowieso sehr viel Miete und Kosten wegen Mitarbeitern. Wir könnten noch eine Konsole festlegen, nicht festlegen, sondern eine Konsole entwickeln. Holy shit! Wie teuer so eine Konsole dann einfach ist. Günstigste Handheld-Sache wären 38 Millionen. Hier 36 Millionen, nee. 9,6 Millionen. Holy shit, ist das teuer. Da sind wir noch weit von weg. Sehr weit. Bis wir irgendwann mal unsere eigenen Konsolen erforschen, beziehungsweise selbst bauen können. Wahrscheinlich sogar noch teurer als, wenn ich hingehe und meine eigenen Spiele publische, also selbst, ganz selbst publische. Auf mein Spiel ist immer noch voll der Hype.
wüsste halt gerne, wie weit die insgesamt sind mit ihren Sachen. Das ist Animation 2. Da sind die gerade noch dabei. Okay. Leute, ich will, dass das Spiel mindestens in den 90% Bereich kommt. Ich hoffe, das bekommen wir hin. Und ich hoffe, meine eigenen Messen bringen bis dorthin noch genug Geld ein. Bringe ich nicht genug Geld ein, sondern genug Fans ein, dass wir bis dorthin vielleicht sogar die 100.000 Fans knacken. Obwohl das nicht so gut aussieht mit der Messe, dass die so viel Fans noch einbringt bis dorthin. Das Gute ist auf jeden Fall, hier unten steht nicht, was meine Mitarbeiter noch brauchen könnten, um effektiver zu arbeiten. Sprich, sie arbeiten schon mit maximaler Effektivität. Und das ist gut. Ich würde hier noch gerne ein paar Kurse starten. Die kosten ja kaum was. Was können die Leute denn hier so nicht? Grafik. Grafik. Also alles Grafik. Dann kümmern wir uns mal darum. Aber sonst sind die Leute eigentlich doch ganz gut. Game Design 94. Prämierung 100. Also da sind schon gute Leute drin. Okay, wir haben die 100.000 Fans sicher. Sogar mehr als 100.000 mittlerweile, das ist sogar ganz gut. Wir sind mittlerweile 2018. Krass. Und das schon im Juli. Und fast 80% meines Spiels sind fertig. Hört sich eigentlich ganz gut an. Okay, und das geht alles auch so langsam aufwärts bei meinen Leuten hier. Das ist gut. Aber shit, geht das langsam hier. Ich habe dafür, glaube ich, ein bisschen zu wenig Platz einberechnet. Kann ich das Teil eigentlich, wenn ich das jetzt so... Nein, ich will doch nicht den Ventilator verschieben. Das... Studio das komplette Teil verschieben. Das geht aber nicht, nee. Das kann ich nicht tun. Okay. Das braucht halt einfach so lange, muss ich mich mit abfinden. Genauso wie auch hier das lange braucht, das Grafikstudio. Da sind ja auch nur drei Leute drin. Aber das Spiel wird sich am Ende überhaupt lohnen. Kann nämlich gut sein, dass ich mit dem Spiel nämlich Minus mache. Weil es müsste mir schon jetzt eigentlich 40 Millionen einbringen, also wir müssen auf jeden Fall, wenn das Spiel gut sein soll, müssen wir nach dem Spiel wieder einen Kontostand von 70 Millionen haben. Wenn es sich lohnen soll, müssen wir mindestens einen Kontostand von 80 Millionen haben, würde ich sagen. Wir müssen noch einiges machen, bevor wir das veröffentlichen können. Und ich sehe, wir haben hier das Gameplay schon komplett verbessert. Jetzt sollten wir mal noch die Bugs fixen. Ein paar sind ja schon drin. Habe ich sogar ein bisschen zu spät gesehen. Ich vermute, die Leute könnten da schon eine Ewigkeit Bugs fixen, wenn ich das früher gesehen hätte.
Entwicklungsbericht. Screenshot sieht geil aus. Und ich hoffe, das Spiel wird auch so geil. Wir haben jetzt gleich die perfekten Animationen. Ich könnte hier noch einen weiteren Trainingskurs starten. Machen wir einfach nochmal den mit Charakterdesign. Okay, jetzt haben wir hier Motion Capture Animation 3. Jetzt brauchen wir nur noch professionelle Sprachaufnahmen, hochdetaillierte 3D-Modelle und die Filmaufnahmen auf Level 3. Die Filmaufnahmen werden am längsten brauchen. Die werden wahrscheinlich sogar länger brauchen als die Bugs fixen. Und das sind noch 1400 Stück. Und die GameStation 5 ist raus. Shit. Das ist nicht gut, wenn wir jetzt noch ein PlayStation 4 Spiel veröffentlichen, obwohl die 5er schon draußen ist. Ich hoffe, das gibt dann am Ende keine Abzüge oder so. Könnte ich mir nämlich sogar vorstellen. Einfach nochmal einen großen Messestand. Nochmal mit Goat Simulator. Und mittlerweile haben wir 400.000 Besucher gehabt. Und nochmal ein paar 80.000 Fans dazu bekommen. Die professionellen Sprachaufnahmen sind schon fast fertig. Das ist ja mal was Schönes. Wie läuft's hier so? Ja, die Leute sind nicht so gut. Da sind meine Leute, die hier oben am Trainieren sind, deutlich besser. Ich hoffe, die werden sich gleich unters Volk mischen, wenn die Studios hier alle nichts zu tun haben. Starten wir einen weiteren Trainingskurs für, was ist denn momentan hier noch nicht so gut, Musik und Sound. Dann machen wir das mal.